Kidman? So, und damit wieder ein recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge haben wir ja Kapitel 12 abgeschlossen und sind mit dem Bus querfeldein dank dem Assassinen einmal durch Gebäude durch. Kidman war anscheinend noch drinnen, ist aber zumindest erstmal auf den ersten Blick für uns gerade abgestürzt. Joseph macht hier einen auf, Kidman. Und wir gucken uns jetzt erstmal hier so ein bisschen um, was wir hier so finden, aber es sieht erstmal danach aus, dass es da weitergeht, aber wir gucken mal, was Olle Kidman hier so gemacht hat. Wir müssen nach unten. Halt durch, wenn du da unten bist. Wir kommen. Klar! Klar, sie hat einfach mal so einen Sturz. Eiskalt, überlebt. Logisch. So, Tagebuch von Sebastian Castellanos, 1. September 2012. Myra ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich habe es den anderen erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Keine Anzeichen vom falschen Spiel. Ich glaube, dass sie mich verlassen hat. Sie reden über meine Trinkerei, als ob die etwas mit Myra Schön zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre sie verschwunden. Sie behandeln mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, das hat sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendetwas auf der Spur. Aber was? Okay, hier haben wir wieder einen Save Point. Diesmal überspringen wir aber diesen Save Point, beziehungsweise, wir werden jetzt hier mal nicht saven. Aber ich kann nicht. Oh, vielleicht hier lang? Waren wir hier schon? Oh, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Ist das Säure? Ja. Was ist das? Aha, okay. Scheint eine Falle zu sein. Ist ja mal krass. Krasser Scheiß. Kann ich das jetzt eigentlich auch wieder aktivieren? Nee, kann ich nicht. So, machen wir das Lämpchen an. Ach du Scheiße. Joseph, bist du hinter? Joseph? Joseph? Kannst du vielleicht mitkommen? Das ist eine Option? Okay, anscheinend ist es keine Option, dass Joseph mitkommt. Wir können hier in die Tür nicht rein. Ich dachte, wir können hier irgendwie den Stacheldraht wegkloppen. Aber nö. Was ist jetzt los? Ach, jetzt ist Joseph hier. Klar, Joseph. Gott. Was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Ich dachte, unser Auftrag wäre jetzt erstmal zu gucken, was Kidman da unten macht. Und nicht, wir gucken jetzt mal hier ein bisschen raus und sehen, da ist eine U-Bahn. Da müssen wir lang. Ist jetzt euer beschissener Ernst? Okay. Kann ich auch runter snibbeln? Nein, kann ich nicht. Ja, sehr gut. Riskier das lieber nicht. Okay, jetzt sind wir doch wieder alleine. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Sicher. Sicher, sicher, Junge. Sicher. Sicher sehen wir uns weiter unten. Nee, ist klar. Scheiße. Erst Kidman dann. Wie was? Erst Kidman dann? Was ist denn jetzt erst Kidman dann? Ach, nicht er schon wieder. Klar, er nimmt den Hammer mit dem Typen einfach auf. Easy. Ja, nee, ist klar.
kann ich jetzt gegen den machen? Kann ich überhaupt was gegen den machen? Der war letztes Mal schon so hart. Also, wir probieren mal hier sneaky technisch ranzugehen. Kontrollpunkt. Nice. Da gehen wir jetzt mal nicht hin, wo der lang gegangen ist. Wir gehen einfach die andere Richtung lang. Oh, da sind ein paar Jungs. Kleiner Wichser. Was ist denn sein Begehr? Was ist denn dein Begehr? Okay. War jetzt alles ein bisschen panisch, hektisch und ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Warte, hier habe ich wieder Munition. Okay, also da komme ich nicht so hin, wie ich ruhig hin will. Und hier haben wir hopefully alles mitgenommen, was mitzunehmen war. Hoffe ich. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz hier. Da hinten ist noch wer? Mal wieder? Das ist die Frage, hat er mich gesehen? Ich hoffe nicht. Okay, mal jetzt noch ein paar Teile. Okay, nice. Kannst du hier rüberklettern? Ach, hier kannst du jetzt rüberklettern, okay. Ich verstehe manchmal die Mechanik nicht, dass du bei manchen Sachen rüberklettern kannst und da, wo du rüberklettern willst, kannst du es nicht. Kann ich hier runterspringen? Nein, kann ich nicht. Alle. Wie kann ich dem denn? Kann ich dem irgendwie. No. Bitte. Okay. Schnell runter. Oh, nice, Alter. Nice. Erstmal gespeichert. Okay, nice. Nice, hier geht's nicht weiter runter. Nice. Ich höre hier doch den Großen. Mit dem Hammer. Oh no. Oh no. Hier irgendwie eine. Ich habe hier, glaube ich, gar keine Chance, hier gegen den anzutreten, ne?
Bitte geh woanders hin. Ja, geh dahin, wo ich dich... Wo wir beide einfach sehr zufrieden sind miteinander. Da sehe ich dich doch dann, oder? Ey, hier diese... Diese Dinger da unten, diese Safe-Dinger, also diese Wand-Safes, die es da gibt, das sind ja so für ihn Spawn-Punkte. Das ist der Horror schlechthin, wenn überall so eine dreckigen Spawn-Punkte sind. Und er denn quasi überall sein könnte und sich spawnen lassen kann. Das wäre jetzt nicht so nice. Hey, da seht ihr. Da ist... Das ist krass. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das sag ich so, wie das ist. Das sag ich so, wie... Sag ich so, wie es ist. Warum laufen die Ratten jetzt da lang? Also es macht wahrscheinlich irgendwie Sinn, da lang zu gehen. Ja, okay. Die Ratten werden... Ja, so. Gehen wir doch mal hier lang. Auf dem Weg runter zu Joseph und Kidman. Scheiße, Alter. Alter, hier wird's aber massig angeglibbert. Das heißt doch, nochmal Kontrollpunkt, das heißt doch nichts Gutes, wenn es so viel Geglibber gibt. Kidman! Dann ist das doch hier, das sieht doch dann aus wie ein Endboss-Szenar. Ich würde jetzt zwar ungern jetzt einfach so Munition verschwenden für den Raben. Aber ich probiere es mal aus. Vielleicht lässt er ja was Geiles liegen. Nope, er lässt nichts liegen. Geil, die Munition so geil verschwendet. Für nothing. Ja, und jetzt? Achso, jetzt muss ich... Achso, okay. Okay. Neue Adventure Map or what? Aha. Okay. Was gibt's hier? Eine neue Waffe? Magnum Munition. Ich würde gerne Magnum Munition herstellen können. Da würde ich... Das würde ich feiern. Nein, nicht Alan. Nein. Was? Nein, nicht Alan. Nein. Was? Wer bist haben du denn? Sie es noch nicht kapiert? Nein. Sie liebt es, andere zu quälen. Wer denn? Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Leg Köder aus. Piesackt seine Opfer. Ja? Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Ja, okay. Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Okay. Also, wenn ich überleben will, soll ich mir gut überlegen, wen ich vertraue. Also, ich vertraue irgendwie gar keinem. Also, ich vertraue Joseph nicht, ich vertraue der Kidman nicht, Leslie sowieso nicht und Ruvik sowie dem Doktor auch nicht. Wobei, der Doktor ist, glaube ich, tot, oder? Kann das sein? Kann das sein, dass der Doktor tot ist? Joseph. Vermisst Joseph Oder. Detektiv der Polizei von Crimson City. Verschwand auf dem Nachhauseweg. Mehrere Augenzeugen berichten, er hätte in Crimson City nach jemandem gesucht. Okay. Gut. Okay. Okay, Ledokele. Gut, das soll jetzt dann erstmal hier so, ne, gewesen sein. Jetzt haben wir unsere Stats nochmal kurz verbessert. Wir haben unser Leben ein bisschen besser dargestellt. Und sind jetzt wieder hier. Ah ja, stimmt. Achso, jetzt ist die Tür offen. Na klar, jetzt auf einmal ist die Tür offen. Nehmen wir uns nochmal hier ein bisschen Teile mit. Nice. Springen wir hier runter. Und haben einen neuen Kontrollpunkt. Super cool. Was
nur nicht, ob ich den neuen Kontrollpunkt so wirklich feier. Oder ob ich das ja, beängstigend finde. Aber wir gucken mal, wohin uns der ganze Spaß so führt. Außer, dass ich ganz viele Teile gerade aktuell bekomme. Ich gehe mal von aus, ich darf mir dann gleich ganz viel Munition bauen. Mit diesen Teilen, die es da so gibt. Okay, da kommen wir nicht rein. Ganz wenig Munition. Oh! Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Da scheint auch wieder was zu sein. Okay, gehen wir jetzt erstmal hier den Ventilator lang. Oder in den Ventschächten. Ventilator ist auch geil. Gehen wir den Ventilator lang. Den Lüftungsschächten meine ich natürlich. Lass mich raten, hier ist Hide and Seek angesagt. Ist hier wieder Hide and Seek oder ist hier easy? Okay, also hier ist nichts weiter. Joseph? Ich weiß nicht, ob das Joseph war, Freunde. Ich weiß nicht, ob das der Joseph war. Oha. Oha. So, hier müssen wir wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Hier könnten noch ein paar Traps sein, ne? Ein paar Fallen. Oh Gott, die Ratten laufen noch da. Das heißt ja nichts Gutes für mich. Wenn die Ratten nach da laufen, ist doch kacke. So, und jetzt? Okay. Übersicht verschaffen? Okay. Joseph? Okay. Auf wen schießt Joseph? Okay. Was ist jetzt los? Oh Gott, und jetzt? Okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Wir werden jetzt einfach mal die Traps soweit, ja, was ist denn mit hier los? Ist die Trap da weg? Okay. Falsche Richtung. Aua. Aua. Lass mich da durch. Okay, haben wir es geschafft? Also war das jetzt der tricky Part? Okay. Haben wir geschafft. Haben wir easy peasy. Haben zwar ein bisschen Leben verloren und möppeln jetzt unser Leben nochmal auf. Ich glaube, das war jetzt unser letztes Leben, war kann das sein. Schon wieder? Wow! Okay. Wow.
mich da rein! Lass mich da rein! Ich hab kaum noch Leben! Verdammt! Fuck. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Okay, okay. Ich weiß kein Schimmer, wo wir hier gelandet sind. Wir sind hier am Arsch der Welt. Und ja, und der Joseph sollte ja eigentlich auch hier sein. Wie kann ich jetzt... Ah, okay. Schlüssel genommen. Ja, jetzt ist die große Frage... Ich sollte jetzt Kidman finden. Okay, wir sollten jetzt Kidman finden. Okidokili. Wir sind trotzdem nochmal so ein bisschen vor Traps. Uns vorsehen. Ihr scheint's gut zu gehen. Was hat sie nur vor? Was ist denn das? Wo kommt denn jetzt auf einmal wieder Leslie her? Und warum gehen die jetzt auf den Spielplatz? Hat das irgendeinen Grund? Also, wir haben jetzt Kidman. Joseph ist keine Ahnung wo. Joseph müsste eigentlich auch hier unten irgendwo rumdümpeln. Normalerweise. Aber tut er nicht. Und Kidman ist da draußen und macht mit Leslie irgendwie Action. Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du... beschützt du mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Es ist nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Du verstehst nicht. Du weißt nicht, was aus ihm wird. Oh doch. Ich hab's gesehen. Du verstehst nicht, was Ruvik eigentlich will. Dann sag's mir. Was will er denn? Er will Leslie. Dann geht es um sein kleines Forschungsprojekt. Verarsch mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Verdammt! Nein! Okay, damit haben wir Kapitel 13 auch überlebt. Nice. Ja. Okay. Kidman hat... Okay, also... Ja, gut. Kidman wird ihre Gründe haben, warum, wieso, weshalb sie jetzt irgendwie geil auf Leslie ist. Damit Ruvik sie ihn nicht bekommt, olle Leslie. Aber, ja, cool. Schauen wir einfach mal beim nächsten Kapitel, Kapitel 14, dann mal rein, wie es weitergeht. Ich hoffe dennoch, ihr hattet heute ein bisschen Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert gerne unseren Channel. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen! Find myself within. Darkness twisting me around. Nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns.
joke to tie.